Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fatih Akin präsentiert Gangsterfilme. Und der heutige Film ist weniger ein Gangsterfilm, aber ein Gangfilm aus dem Jahre 1979. Und er heißt The Warriors von Walter Hill. The Warriors werden die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Es ist ein absoluter Kultfilm. Es ist für mich vielleicht der wichtigste und beste Film von Walter Hill, obwohl er viele großartige Filme gemacht hat. Die mich sehr beeinflusst haben. Sachen wie Nur 48 Stunden und Last Man Standing, Geronimo und Streets of Fire, aber eben auch The Warriors. Und Warriors habe ich gesehen in den 80ern. Der Film ist von 79, wie gesagt, aber ich habe ihn gesehen, als ich selber in Jugendgangs war. Und bevor ich in Jugendgangs war, weiß ich noch, ich war auf der Grundschule und vor der Grundschule gab es einen Spielplatz und da gab es ein Graffiti auf diesem Spielplatz. So einfach so schlampig gesprüht und das hieß auch The Warriors, das Graffiti. Und es sah eigentlich genauso aus. Und ich habe das natürlich als Grundschüler Warriors gelesen. Und das hat mich aber nie losgelassen, weil es gab damals noch nicht so viele Graffitis, vor allem nicht auf Englisch. Und irgendwie hatten diese Buchstaben und wie sie an die Wand gesprüht waren, eine Faszination, eine magnetische Faszination auf mich. Und ein paar Jahre später, ich glaube, das muss so 86 gewesen sein oder sowas, habe ich dann mit den Freunden aus meiner Nachbarschaft, mit der Gang, The Warriors eben auf Video gesehen. Wieder und wieder und wieder, bis wir angefangen haben, uns Kutten nachzumachen und rumgelaufen sind wie die Warriors. Also mein Gangverhalten hat viel mit amerikanischen Filmen zu tun und ich bin froh, dass ich das Kino für mich entdeckt habe, weil dadurch konnte ich die tendenziell, wenn ich sie denn hatte, kriminellen Energien in mir ins Kino umleiten. So, es ist ein wunderbarer Genrefilm, es ist eigentlich ein Western, eigentlich ist es ein Haufen Cowboys, die durch Indianerland und fremdes Farmerland hindurch müssen, um zurück in ihre Heimat zu kommen. Also gute Unterhaltung mit The Warriors von Walter Hill.